يا من يرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir kommen heute zum Thema die Dawa von Ibrahim mit seinem Vater. Und ich erwähne dort die 19. Sure, ja, ab Vers 41. In manchen Koranausgaben sind die Nummerierungen etwas anders. Ich zitiere aus der Übersetzung vom Goldmann Verlag, von Ludwig Uhlmann neu bearbeitet. Ich lese das einfach mal hier aus vor, ich wollte mal verschiedene Übersetzungen nehmen. Ja. Wir müssen uns ein Vorbild an den Propheten nehmen. Allah sagt in Sure 6, Vers 90, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِي. Dies sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat. So nehmt euch ein Beispiel an ihrer Rechtleitung. Das heißt für uns Muslime, das muss für uns Muslime heißen, Allah hat diese Propheten oder die Geschichten der Propheten nicht offenbart, um uns zu unterhalten, sondern uns offenbart, damit wir uns ein Beispiel daran nehmen. Und deswegen müssen wir schauen, wie sie diese wichtige Arbeit verrichtet haben, nämlich die Dawa, wie sie zu Allah gerufen haben. Es gibt heute immer wieder Leute, die behaupten, man dürfe in der Dawa nicht so direkt sein, man dürfe in der Dawa nicht die Strafe Allahs erwähnen, man dürfe in der Dawa nicht so offensiv sein. Ja? Und wenn die Dawa bekämpft wird, dann sei dies ein Indiz dafür, dass die Dawa falsch ist. Und deswegen schauen wir uns heute mal die Dawa von Ibrahim mit seinem Vater an, aus der Sure 19, die Sure Maryam, von Vers 41 bis Vers 50. Ja. Wie gesagt, die Nummerierung variieren manchmal. Ja, das ist ungefähr dasselbe. Müsst ihr einen Vers davor oder einen Vers danach gucken, ja, in euren Übersetzungen. Das ist aber derselbe Koran, nur dass die Nummerierung manchmal etwas unterschiedlich sind von den Versen. So. Erwähne auch, was im Koran über Abraham steht, denn er war ein gerechter Mann und ein Prophet. Er sagte einst zu seinem Vater, jetzt schaut, was er zu seinem Vater sagt, jetzt macht er mit seinem Vater Dawa. Warum, o mein Vater, betest du Wesen an, die weder hören noch sehen und dir durchaus nichts nützen können? Das heißt, Abraham greift hier sofort die Gültigkeit des Götzendienstes an. Er sagt hier sofort, guck mal, warum betest du die an? Das bringt nichts. Die können nicht sehen, die können nicht hören, die können dir nicht nützen. Ja. So, das heißt, er ist direkt, er ist offensiv in der Dawa. Es geht weiter. Wahrlich, mein Vater, mir ist die Erkenntnis zuteil geworden, die dir nicht zuteil wurde. Darum folge mir und ich will dich auf den gebahnten Weg führen. O mein Vater, diene doch nicht dem Satan, denn der Satan hat sich wieder den Allerbarmer empört. Man könnte doch sagen, war dem Allerbarmer ungehorsam. Das heißt, Abraham vermittelt hier seinem Vater ganz klar und eindeutig, dass er den Satan anbetet, wenn er diese Götzen anbetet. Denn zuerst sagt er hier, guck mal, du betest Götzen an. Und die können dir nicht nützen. Und dann macht er ihm klar damit, dass diese Anbetung der Götzen eine Anbetung des Satans ist. Und deswegen sagen wir auch alle, die jemand anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, beten in Wirklichkeit den Satan an. Weil der Satan derjenige ist, der ihnen dies befohlen hat. Allah sagt im Koran, übrigens in Sure 36, da sagte er, Alam ahad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu shaytan. Habe ich euch nicht aufgetan, habe ich euch nicht befohlen, o ihr Kinder Adams, dass ihr den Satan nicht dient? Innahu lakum adu mubin. Wahrlich, er ist also ein deutlicher Feind. Die meisten Menschen dienen nicht dem Satan direkt, dass sie eine Skulptur vom Satan machen und ihn anbeten. Das ist in der Geschichte etwas
Unbekanntes. Es gibt einige Sekten heutzutage, aber es ist in der Geschichte etwas eher Unbekanntes. Aber dies wird erwähnt, weil eigentlich derjenige, der jemand anderen außer Allah anbetet, den Satan anbetet, obwohl er das vielleicht gar nicht als eine Anbetung des Satans ansieht, weil der Satan derjenige ist, der es ihm befohlen hat. Direkt oder indirekt. Es geht weiter. Jetzt, was sagt er als nächstes? Also erst verurteilt er den Götzendienst, dann macht er ihm klar, dass dieser Götzendienst eine Anbetung des Satans ist. Dann sagt er zu ihm, ich fürchte, oh mein Vater, die Strafe des Allbarmherzigen wird dich treffen und dass du dann ein Gefährte des Satans wirst. Das heißt, er warnt ihn hier vor einer Strafe. Wenn du die Götzen anbetest, betest du eigentlich den Satan an und dann musst du mit der Strafe vom Allerbarmer rechnen. Sheikh Abu Saqq al-Hawaini, Hafizallah, unser Sheikh, der hat einmal gesagt, was ist die Weisheit, dass hier der Name Ar-Rahman, der Allerbarmer, erwähnt wird? Denn wenn wir eine Person auf der Straße sehen, die wir kennen, die immer sehr geduldig ist und die sehr zurückhaltend ist und sanft ist, und plötzlich sehen wir sie und barmherzig ist, und eines Tages sehen wir ihn wütend, dann wissen wir, irgendwas Schlimmes ist passiert. Und wenn wir sehen, dass derjenige, der bestraft, der Allerbarmer ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass derjenige, der diese Strafe bekommt, diese Strafe wirklich verdient. Ja? Damit wird uns also etwas vermittelt. Leider heutzutage einige Leute sagen, warum die Strafe? Warum die Strafe? Weil Allah gerecht ist. Nicht, weil wir Allah geschadet haben. Wir können Allah nicht schaden. Selbst wenn alle Menschen Allah nicht dienen würden, wir würden ihm nicht schaden. Aber weil es ungerecht ist, jemand anderen außer Allah anzubeten. Und derjenige, der in seinem Herzen nicht spürt, dass er seine Strafe verdient, jemand anderen außer Allah anzubeten, der ist weit vom allmächtigen Gott entfernt. Gut, weiter. Was passiert jetzt? Sein Vater erwiderte, willst du, Ibrahim, beziehungsweise Abraham, meine Götter verwerfen? Das heißt, er versteht hier, Ibrahim will seine Götter verwerfen. Willst du meine Götter verwerfen? Bist du gegen meine Götter? Willst du sagen, das, was ich mache, ist falsch? Und heutzutage gibt es einige Muslime, die sagen, man soll die Andersgläubigen nicht kritisieren. Das heißt, er kritisiert, er ist direkt, er ist offensiv, er erwähnt die Strafe. Weiter. Jetzt sagt er, wenn du das nicht unterlässt, so steinige ich dich. Verlasse mich nun auf geraume Zeit. Das heißt, er droht ihn. Er droht ihm, ihn anzugreifen, seinen eigenen Sohn. Und heutzutage gibt es Leute, die behaupten, wenn man die Dawah so bringt wie sie und dann wie die Propheten dann angegriffen wird, dann war man in der Dawah nicht weise gewesen. Dann müssten diese Leute auch sagen, dass Ibrahim nicht weise gewesen ist. Aber das wird sich natürlich kein Muslim wagen. Okay, was sagte Ibrahim darauf? Er sagte, Friede sei mit dir, ich will meinen Herrn bitten, beziehungsweise Dua zu ihm machen, dass er dir verzeihe, denn er ist mir gnädig. Ich will mich nun von euch und den Götzen trennen, entfernen, die ihr statt Allah anruft. Ich will nun meinen Herrn anrufen, gewiss, hier steht vielleicht, Asa ala akuna bi du'ai rabbi shakir, ist eigentlich der arabische Satz. Das heißt, ich werde bestimmt nicht erfolglos im Gebet zu meinem Herrn sein. Hier steht, vielleicht bin ich nicht so erfolglos im Gebet zu meinem Herrn, als ihr bei dem Anrufen eurer Götzen. Ja, so wird es hier übersetzt. 50. Als er sich nun von ihnen und von den Götzen, welche sie statt Allahs verehrten, ja, Ya'budun steht hier im Arabischen, anbeteten, Gottesdienst widmeten. Was heißt das? Davor im Vers steht, Dua, Wa'at'u Rabbi, ich gebe Dua zu meinem Herrn und ich verlasse das, wozu ihr Dua macht. Wa'amatat'una min dunillah, wozu ihr Dua macht neben Allah. Und dann heißt es, und ich werde die verlassen, zu denen ihr Dua macht, sinngemäß. Und dann sagt er danach, da heißt es danach, als er die verließ, die sie neben Allah anbetet. Und das heißt, dass die Dua eine Ibadah ist. Ganz klar geht das hier raus. Das kann man sich gerne in Vers 48, 49 des Korans kann man sich das gerne durchlesen und nachschauen. Das heißt, wenn man Dua macht, macht man die nicht zu einem Toten, nicht zu einem Propheten, nicht zu einem Engel, nicht zu einem Dschinn, nicht zu einem Baum, nicht zu einem Stein, nicht zu einer Götze, nur zu Allah subhanahu wa ta'ala.
weil es eine Ibadah ist. Und der Prophet ﷺ sagte in einem Hadith, der umstritten ist, Dua Muchul Ibadah. Die Dua ist das Haupt der Ibadah. In einem Hadith, der authentisch ist, sagte er, Dua Huul Ibadah. Oder inne Dua Huul Ibadah. Wahrlich, die Dua ist die Ibadah. Gut. Als sie sich nun von ihnen und von ihren Götzen, welche Stadt Allah verehrten, getrennt hatten, da gaben wir ihm Ishaq und Jakob, die wir zu Propheten machten. Das dazu. Man sieht also hieran ganz klar und eindeutig, diese Dawa war direkt, war offensiv, hat den Götzendienst kritisiert, hat zum Tauhid gerufen, hat die Strafe erwähnt und wurde bekämpft. Das ist die Dawa von Ibrahim. Und wer sagt, dass die Dawa heute, die direkt ist, die offensiv ist, die Götzen kritisiert, die Götzen der heutigen Zeit, ja, und die Strafe erwähnt und bekämpft wird, nicht weise ist, der sagt damit indirekt, dass die Dawa von Ibrahim nicht weise ist. Aber weise ist es, so zu sein, wie die Propheten, weise ist es, sich ein Vorbild an den Propheten zu nehmen, denn das ist der Befehl, den Allah in Sure 6, Vers 90 gibt. Nochmal der Vers. Dies sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat. So nehmt euch ein Beispiel an ihrer Rechtleitung.